Der Frühling kann für einige Pollenallergiker zur reinsten Qual werden, von tränenden Augen bis hin zu ständigen Niesattacken. Aber auch Nahrungsmittelallergien können stark den Alltag einschränken, mit Magen-Darm-Beschwerden oder auch Hautausschlägen quälen sich die betroffenen Menschen leider immer mehr und es scheint wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr Allergien zu geben. Wie wir aktiv dazu beitragen können, diese allergischen Reaktionen zu mindern, erfahrt ihr gleich in meinem Video. Aber ich bringe das Video deshalb im Herbst heraus, da es von großer Wichtigkeit ist, schon frühzeitig mit der Therapie zu beginnen. Ich hoffe, dass ihr mit meinen Tipps dann das Frühjahr gut übersteht und nun erstmal mein Intro. Nutzt bitte diese Zeit und liked dieses Video, damit der YouTube-Algorithmus es möglichst vielen betroffenen Menschen empfiehlt. Und falls ihr nicht mit den Tipps zufrieden seid, schreibt doch bitte unten in den Kommentaren rein, was euch genau nicht geholfen hat oder was ihr für nicht gut empfunden habt, damit ich weiter an diesen Videos arbeiten kann, um euch mehr und bessere Qualität liefern zu können, damit ihr auch wirklich einen Profit davon tragt. Hallo zusammen, ich bin die Sabine, ich bin Therapeutin für die traditionell chinesische Medizin und habe mich in verschiedenen naturheilkundlichen Systemen weitergebildet, um nun mein Wissen mit euch zu teilen. In meinem heutigen Video geht es um das sogenannte Wei Qi, also unser Immunsystem. Wir werden unser Immunsystem mit meinen Tipps nach und nach wieder ins Gleichgewicht bringen können, um damit gewappnet zu sein für die bevorstehende Heuschnupfensaison oder auch für Nahrungsmittelallergien. Allgemein sei darauf hingewiesen, dass wir unser Immunsystem stärken müssen. Es gibt verschiedene Arten, das Immunsystem zu stärken. Und in der traditionell chinesischen Medizin sind zum Beispiel die Symptome eines schwachen Wei Qis Schnupfen, Niesen, Atembeschwerden, gerötete, brennende oder auch geschwollene Augen, Müdigkeit bis hin zu Depressionen, Verdauungsprobleme, natürlich wie zum Beispiel Reizmagen-Darm oder Gastritis. Dazu habe ich auch schon ein Video veröffentlicht und werde es an dieser Stelle einfach nochmal oben verlinken. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut einfach mal rein oder eben wenn ihr betroffen seid. Da sind auch viele hilfreiche Tipps darin enthalten, die euch wieder ins Gleichgewicht bringen. Weitere Symptome eines schwachen Wei Qis sind natürlich auch Hautausschläge, wie zum Beispiel Akne oder Urtikaria. Das ist ein Nesselausschlag. Dann natürlich auch Neurodermitis. Es können auch Schweißausbrüche auftreten oder auch vermehrter Durst. Dies wäre der allgemeine Wei Qi-Mangel, aber es kann natürlich auch passieren, dass sich dieser Wei Qi-Mangel mit verschiedenen traditionell chinesischen Syndromen verknüpft. Das heißt, es können zum Beispiel auch ein Wei Qi-Mangel mit einem Windhitzesyndrom oder mit einem Windkältesyndrom auftreten. Ich habe mehr dazu in meinem anderen Video für ein starkes Immunsystem, was ich auch an dieser Stelle hier oben nochmal verlinken werde, erwähnt. Und seht auch einfach hier nochmal hinein, damit ihr auch euch eingliedern könnt, ob ihr jetzt nur eine reine Wei-Qi-Schwäche habt oder vielleicht eine Verknüpfung mit einem Windhitze- oder Windkältesyndrom. Wer überwiegend an Magen-Darm-Beschwerden leidet, kann zum Beispiel eine Wei-Qi-Schwäche deshalb nachverfolgen, weil nämlich Lunge und Dickdarm ein Organpaar sind. Diese beiden Organe sind nämlich miteinander verknüpft. Zum Beispiel kann nämlich dann eine Wei Qi-Schwäche, die dem Funktionskreis Lunge zugeordnet ist, sich auch auf den Darm auswirken und dort einen Reizdarm verursachen. Daher ist es auch hier wieder wichtig zu wissen, wo der Ursprung der Wurzel sitzt, also der Erkrankung.
An dieser Stelle möchte ich noch die sogenannte Histaminintoleranz erwähnen, die es in den letzten Jahren auch immer häufiger anzutreffen gibt. Eine Histaminintoleranz hängt meiner Erfahrung nach mit einem Ungleichgewicht im Funktionskreis Herz vor. Denn wie ihr jetzt nun im Fütterungszyklus erkennen könnt, ist der Funktionskreis Herz mit Magen, Darm und Milzpankreas gekoppelt. Das bedeutet, diese Energie vom Herzen nährt euer Milz-Magen-Chi und natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, also die Pankreas, die eben auch Verdauungsenzyme oder auch andere Enzyme, wie zum Beispiel das Thiaminoxidase-Enzym, das eben bei einer Histaminintoleranz zu wenig vorhanden ist. Und wenn euer Milz-Magen-Chi durch euren Herzfunktionskreis nicht genährt wird, fehlen eben diese Enzyme und man kann die Nahrung nicht mehr so gut verwerten. Das bedeutet, dass man eigentlich nahezu auf fast alles, was man isst, allergisch reagieren könnte. Wenn ihr dann Nahrungsmittel wegen dieser Symptomatik nicht mehr richtig verwerten könnt, entstehen zahlreiche Erkrankungen, auch werden eure Darmzotten geschädigt, die die wichtigen Vitamine und Mineralien aus eurem Essen aufnehmen. Und dazu habe ich auch ein bisschen mehr erklärt zum sogenannten Leaky Gut-Syndrom in meinem Video für ein gesundes Verdauungssystem. Und schaut da gerne nochmal rein. Dieser Enzymmangel kann auch dazu beitragen, dass gerade gesunde Nahrungsmittel wie Obst oder Gemüse euch krank machen anstatt gesund. Denn wenn ihr nämlich zu viel Obst esst und diese Fructose in dem Obst nicht richtig verdauen könnt, entstehen sogenannte Fuselalkohole. Diese schädigen natürlich nicht nur euer inneres Magen-Darm-System, sondern auch die Leber, die Nieren, also eigentlich alle Ausscheidungsorgane. Und natürlich kommt es dann auch zu Konzentrationsstörungen, also alles, was auch ein Alkoholiker für Symptome davontragen könnte. Deshalb seid hier gewarnt. Wie ihr nun seht, ist eine gesunde Mitte, also unser Milz-Magensystem, genau das Zentrum unserer Gesundheit. Also pflegt gerade euren Milz-Magen als allererstes, wenn dieser unter eine Schwäche leiden sollte. Übrigens wird natürlich auch durch ein schwaches Milz-Magen-Chi, wie wir wieder im Fütterungszyklus sehen können, natürlich euer Wei-Chi, also euer Lungen-Chi, gar nicht mehr richtig ernährt, was auch wieder zu Allergien führt. Hier blende ich nochmal ganz kurz ein, welche Organpaare allgemein miteinander verknüpft sind. Und auch sogar in der Schulmedizin ist ein Nachweis belegt, dass es Verbindungen zu diesen Organen gibt. Und gleich im Anschluss blende ich natürlich jetzt auch noch ein, nochmal eine Übersicht über die Symptome, wenn ihr ein schwaches Wei-Chi habt. Um euer Wei-Chi wieder in Balance zu bringen, gibt es natürlich auch wieder hier viele gute Lebensmittel, die euch dabei helfen können. Wenn ihr natürlich zum Beispiel zu einem Schulmediziner geht, bekommt ihr im Normalfall, wenn ihr die Diagnose Allergien bekommt, Lebensmittellisten mit, die ihr bitte meiden solltet. Oft kann dies aber zur reinen Tortur werden. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ein ganzes Buch mit Listen bekommen, was ich nicht essen sollte. Und wenn ich alle zusammengelegt habe, habe ich eigentlich gar nichts mehr essen können. Aber wer kann bitte schön nur von Luft leben? Also ich glaube, da muss man einfach realistisch hingehen und sagen, nee, man macht einfach seine eigene Liste. Das heißt, jedes Lebensmittel mit einer sogenannten Suchdiät für sich selbst herausfinden, ob man dieses Lebensmittel nun verträgt oder nicht. Das ist zwar eine sehr, sehr langwierige Arbeit, aber im Endeffekt habt ihr danach nur Vorteile, denn euer Magen-Darm-System wird entlastet und ihr wisst wirklich, was ihr verträgt und seid dann vielleicht, auch wenn ihr einen Urlaub plant, nicht mehr so stark eingeschränkt oder vielleicht eine Familienfeier. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn zum Beispiel eine Familienfeier wie eine Hochzeit ansteht und ihr dann davor vielleicht einen Tag davor was gegessen habt, was ihr nicht vertragt und gar nicht daran teilnehmen könnt. Und das wünscht sich doch keiner. Und wenn man dann eine Liste zur Verfügung hat mit den Lebensmitteln, die man wirklich noch verträgt,
dann ist doch das schon mal wirklich Gold wert. Und wenn ihr übrigens noch mehr Infos zum Thema Histaminintoleranz wissen möchtet oder wie ihr vielleicht euer Herz-Qi wieder in Balance bringen könnt, dann schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, ob ich vielleicht ein Video darüber nochmal gesondert drehen soll. Oder ihr könnt mich auch kostenfrei natürlich kontaktieren per E-Mail. Die E-Mail ist unten in der Infobox verlinkt. Und also ich helfe euch da wirklich sehr, sehr gerne. So als kleiner Tipp möchte ich aber unbedingt noch erwähnen, dass natürlich Bitterstoffe sehr, sehr gesund sind, um euer Verdauungssystem zu stärken und auch euer Enzymsystem wieder anzuregen. Und außerdem sind Bitterstoffe mit unserem Herz verbunden. Das heißt, das Herz-Qi wird gestärkt durch die Bitterstoffe und sorgt dafür, dass wieder mehr Verdauungsenzyme auch entstehen können, indirekt, weil es natürlich den Milzmagen nährt. Nun aber endlich zu meinen Ernährungsempfehlungen, die ich hier für euch habe, bei Heuschnupfen oder bei Nahrungsmittelallergien allgemein. Auch wenn sie in unserem Lande eigentlich eher weniger zu finden sind im normalen Supermarkt, sind Wachteleier eine super Alternative zu Antihistaminikern. Denn die regelmäßige Zufuhr von lyophilisierten Wachteleiern bewirkt sogar laut Studien eine Regulierung der IgG-Werte in eurem Blutbild von über 90%. Das bedeutet, dass somit natürlich eure allergischen Symptome sehr, sehr stark gemindert werden können. Für diese antihistaminische Wirkung sind sogenannte Glykoproteine verantwortlich, die eine Desensibilisierung der Zellen bewirken und somit eine vermehrte Ausschüttung von Histamin reduzieren. Und Histamin ist übrigens der Stoff, der eben allergische Symptome verursacht. Als nächstes haben wir hier die Camu-Camu-Früchte zu nennen. Sie haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Vitamin C und Vitamin C senkt natürlich wieder eure Histaminausschüttung. Das heißt, es kann hier wieder dieses Histamin reduzieren und führt somit wirklich zur Minderung von allergischen Symptomen. Als nächstes möchte ich hier den Liebstöckel erwähnen. Denn Liebstöckel enthält sehr viel Quercetin, das ebenfalls wieder einen natürlichen Antihistamin-Effekt hat. Auch Kapern enthalten sehr, sehr viel von diesem guten Quercetin. Aber die sind leider sehr, sehr salzig und deswegen mögen sie nicht viele Leute. Also wenn ihr sie aber gerne esst, dann haut rein. Und falls nicht, baut einfach 2 bis 3 Mal die Woche eine schöne Gemüsebrühe in eure Ernährung mit hinein und würzt sie sehr, sehr stark mit Liebstöckel. Dann sollte eigentlich auch hier wieder dieser Antihistamin-Effekt eintreten und euch wieder beschwerdefrei durch die schlimme Zeit bringen. Auch Mungbohnen oder zum Beispiel auch Kalbsleber enthalten sehr viel Niacin, das ist B3. Dieser Stoff kann dafür sorgen, dass diese Histaminfreisetzung verlangsamt wird und somit kann es allergischen Reaktionen entgegenwirken und sie auch abschwächen. Das könnt ihr auch sehr, sehr gerne in eure Ernährung mit einbauen. Nun seht ihr eine Liste mit den Lebensmitteln, die ich für euch hier rausgesucht habe, damit ihr beschwerdefrei durch die Heuschnupfenzeit kommt und auch allergische Reaktionen aus Nahrungsmittelallergien gemindert werden können. Falls ihr auf irgendwelche Nahrungsmittel aus dieser Liste allergisch reagieren solltet, dann lasst sie bitte auf jeden Fall weg. Nun habe ich wieder einen Heilkräutertee für euch zusammengestellt, der euer Wei-Qi wieder ins Gleichgewicht bringt. Dieser Heilkräutertee sorgt dafür, dass auch Histaminreaktionen gemindert werden können und ihr wieder ein moduliertes Immunsystem bekommt. Natürlich gibt es auch wieder Lebensmittel, die ihr bitte meiden solltet. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wird dieses Kapitel ziemlich kurz, denn eigentlich ist das sehr, sehr individuell.
denn ihr müsst hier wirklich auf euren Körper hören. Und auch wenn euer Arzt sagt, nein, nur diese Lebensmittel dürft ihr essen, bitte achtet da tatsächlich diesmal nicht darauf. Denn ihr müsst wieder lernen, eurem Körper zu vertrauen und den Symptomen genau zu lauschen. Denn alles, was der Körper dann nicht verträgt, wird er abstoßen oder mit irgendeiner Symptomatik versuchen zu bekämpfen. Falls ihr das feststellen solltet, dann lasst diese Lebensmittel bitte wieder weg. Also wie ihr seht, kommt ihr eigentlich um diese sogenannte Suchtdiät nicht wirklich darum herum. Außer ihr wisst schon, weil ihr jahrelang Beschwerden habt, was ihr vertragt und was nicht. Aber wie gesagt, alles, was ihr nicht vertragt, erstmal reduzieren oder ganz meiden, wenn es wirklich ganz schlimme Symptome sind. Allerdings werde ich hier trotzdem ein paar allgemeine Listen zur Orientierung beifügen, damit ihr eure Symptome vielleicht auch ein bisschen zuordnen könnt, ob es jetzt von einer Histaminintoleranz oder einer Fructoseintoleranz oder vielleicht auch von Kreuzallergien durch Frühblüher oder sowas entsteht, damit ihr vielleicht ungefähr grob wisst, was ihr dann beim Arzt untersuchen lassen müsst. Leider weichen die Listen auch hier wieder von Quelle zu Quelle voneinander ab. Deswegen könnt ihr euch auch gerne noch einmal selber informieren. Im Internet gibt es genügend Quellen oder auch geeignete Literatur, die ihr zum Beispiel auch in Büchereien ausleihen könnt oder in geeigneten Fachshops. Dort werdet ihr sicher fündig werden und sehr viele Infos erhalten. Wenn euch meine Tipps gefallen haben oder ihr was zu ergänzen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare hinein. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr beschwerdefrei durch die Zeit dann im Frühjahr kommt. Und wie gesagt, fangt wirklich schon frühzeitig an, euer Weichi wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann solltet ihr da wirklich weniger Beschwerden zumindest davontragen wie die letzten Jahre. Das war dann auch schon mein Teil 1 gegen Allergien und ich hoffe, dass wirklich viel Hilfreiches für euch dabei war. Schaltet auch gerne beim Teil 2 wieder ein, in dem ich von der orthomolekularen Medizin erzählen werde, wie ihr mit der Hilfe von Vitalstoffen euer Immunsystem wieder ins Gleichgewicht bringt und natürlich auch, was ihr sonst noch tun könnt, damit ihr wieder beschwerdefrei durch die Heuschnupfenzeit kommt. Bis bald und bleibt alle schön gesund.